sie fiel mir auf und das war wirklich diese Liebe auf den ersten Blick, dass ich dachte, so ein wunderbares Wesen. Also neben der Tatsache, dass sie ein schöner Mensch ist, meinte ihr Wesen zu spüren. Ich hatte am Anfang, muss ich ganz klar sagen, natürlich Bedenken. Habe mir auch gedacht, hey, der Mann ist verheiratet. Wusste aber auch, dass man sich auch in einer Situation, wo man verheiratet ist, nicht auf was Neues einlassen würde, wenn alles okay ist. Dass man statt die Braut über die Schwelle zu tragen, dann auf einmal den Sarg zum Grab trägt, das waren Dinge, die sehr wehgetan haben. Von jedem wurde sie entweder belächelt, ja, die will sich nur mal einen Mann kaufen im Internet in ihrem Alter oder so, ja. Das habe ich echt nicht nötig gehabt. Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, als ich 18 war und meinen ersten Freund hatte, dann sind wir immer in die Treppenhäuser reingegangen und wir durften ja nicht zu Hause und haben uns geküsst. Und dann hat er gesagt, das machen wir jetzt auch. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Erinnern Sie sich noch an dieses besondere Gefühl, als Sie das letzte Mal verliebt waren, an dieses besondere Gefühl auf Wolke 7? Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir uns verlieben? Und was von der Euphorie können wir auch rüberretten in den Alltag? Der Zauber des Verliebens, das ist unser Thema heute. Und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Sie, Wolfgang Lippert, verliebten sich ausgerechnet in der schwersten Zeit ihres Lebens und sind nun schon fast 20 Jahre mit ihrer Frau Gesine verheiratet. Wie es damals bei ihnen gefunkt hat und wie sie auch nach etlichen Ehejahren den Zauber des Verliebtseins immer wieder zurückholen, das hören wir von Wolfgang Lippert. Herzlich willkommen. Im Internet machten Sie, Ina Navenka, die Bekanntschaft eines vermeintlichen Arztes aus den USA, der vorgab, für die Vereinten Nationen in Krisengebieten aktiv zu sein. Seine einfühlsamen Nachrichten berührten Sie so sehr, dass Sie sich in ihn verliebten. Was folgte, können Sie bis heute nicht begreifen. Wir sind gespannt. Ina Navenka. Ihr gemeinsamer Weg, Edwin Bill, wurde viel zu früh beendet. 3 Monate vor der Hochzeit starb Ihre Verlobte bei einem Autounfall. Die Trauer bestimmte Ihren Alltag, während das Leben um Sie herum weiterging. Wie Sie einen Weg fanden, sich der Liebe wieder zu öffnen, davon berichtet uns Edwin Bill. Schön, dass Sie da sind. Dass Sie sich mit Mitte 70 noch einmal Hals über Kopf verlieben würden, hat Sie dann doch überrascht, Beate Schlegel. Gemeinsam mit Ihrem Partner Harald André genießen Sie dieses unerwartete Geschenk wie 2 Teenager und sagen, Amor hat uns getroffen. Herzlich willkommen, Beate Schlegel und Harald André. Sie, Sonja Piontek, lernten während einer Motorradtour einen verheirateten Mann kennen und lieben. Für sie war gleich klar, unsere Gefühle zueinander sind so stark, das kann nur zu einem gemeinsamen Leben führen. Wie sich dieser Zauber des Anfangs weiterentwickelte und wie es ihnen heute geht, das erzählt uns Sonja Piontek. Und wir begrüßen Dr. Ilka Hoffmann-Biesinger. Als Psychologin und Paartherapeutin wissen Sie genau, welche Prozesse sich in uns abspielen, wenn wir uns verlieben. Warum wir dieses Gefühl aber nicht ständig aufrechterhalten können, verrät uns Dr. Ilka Hoffmann-Biesinger. Herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Wie ist es eigentlich in der Runde? Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Was sagen Sie, Frau Schlegel? Ja, ja? Da glaube ich dran. Das habe ich richtig erlebt. Und also, das ist funkt und dann ist es da. Ist, ja, so, wenn Amor schießt. Wenn Amor schießt. Im Moment dachte ich, was ist los? Das kann nicht sein. Aber es stimmte. Wenn Amor schießt, dann schießt Amor. Haben Sie auch schnell so ein Gefühl, ob da was ist, Herr Lippert? Ich denke ja, das entscheidet sich in den ersten Sekunden, ob man sich grundsätzlich mag. Das geht ganz schnell. Und deswegen glaube ich, dass dieser Amor-Schuss ein ganz gutes Bild ist. Einfach, dass man getroffen ist irgendwie und überwältigt oder wie auch immer. Können Sie sich Hals über Kopf verlieben? Oder? Ja. Ja? Ja. Wundervolles Gefühl. Ja. Ja. Mhm. Was muss denn da passieren, dass wir uns verlieben, dass es funkt? Was muss da zusammenkommen? Also zum einen muss man dafür bereit sein. Wenn ich nicht bereit bin, mich zu verlieben, dann kann kommen, wer will, und man verliebt sich nicht. Also es geht auch um die Lebenssituation, um die Offenheit. Ja. Mhm.
Also ich muss bereit sein. Und dann heißt es, dass auch noch Biochemie eine Rolle spielt. Die ganzen Hormone, die da sozusagen anfangen zu tanzen und die dazu führen, dass Menschen, die genetisch eigentlich verschieden sind, trotzdem zusammenkommen. Dann spielen noch psychologische Faktoren eine Rolle, zum Beispiel, wodurch bin ich geprägt. Aber auch soziale Faktoren, zum Beispiel, was ist in meinem sozialen Umfeld okay und was ist nicht okay, in wen darf ich mich verlieben, in wen darf ich mich nicht verlieben. Gibt es denn auch ein bisschen Magie, irgendwas, was nicht erklärlich ist? Finde ich auch schon. Also ja? Dieses, man nimmt ja in diesen kurzen Zeit, wenn man sich sieht, man nimmt ja auch irgendwie schon irgendwas wahr. Und dieses Verlieben, dass dieses Unerklärliche ist eigentlich das, was viel interessanter als das, was ich gerade gesagt habe. Nämlich, dass sich da was öffnet bei einem. Ja. Das heißt, ich begegne jemanden und es öffnet sich irgendwas in mir. Diese ganze Lebensenergie, diese Freude. Man ist ja nicht nur in diesen Menschen verliebt, sondern in das ganze Leben, in die ganze Welt. Ja. Und das ist das, was eigentlich das viel Interessantere ist als diese ganzen anderen wissenschaftlichen Fakten. Das ist wirklich so. Man ist unangreifbar, glaube ich, in solcher Situation. Ja. Also du hast wie so einen Panzer irgendwie um dich herum. Unsichtbar, logisch. Aber das ist wirklich so. Also, dir gelingt alles plötzlich. Und Sie haben gesagt, man muss bereit sein, die Lebenssituation ist wichtig. Wenn wir in Ihre Lebenssituation schauen, in der Sie gesteckt haben, als Sie Ihre heutige Frau kennengelernt haben. Das war eine schwere Zeit. Sie haben in vielfacher Hinsicht auch Probleme gehabt im Leben. Was kam in der Zeit alles zusammen, in der Zeit auch davor? Ja, das war so ein jetzt. Also mir ging es beruflich eigentlich immer ganz gut. Kann man wirklich toi, toi, toi sagen. Aber das war eine Situation, wo ich betrogen wurde. Da ging es so um Immobilien, so die Klassiker eigentlich. Wenn man nicht so ganz genau hinguckt und hat jemanden, der das für einen erledigt und vertraut dem. Und dann passiert so eins nach dem anderen. Und in unseren Berufsgruppen ist es ja so, dass es auch ja dann öffentlich wird. Und das wollte ich weitestgehend vermeiden. Und da lag auch der große Stress. Und damit wurde alles noch viel schlimmer und viel teurer und viel komplizierter, als wenn man gesagt hätte, so, es ist jetzt so. Das habe ich irgendwann gemacht. Sie hatten sich ja auch einen Traum erfüllt, ein Kino gekauft. Mein Kindheitstraum war, ein Kino zu besitzen, in das ich als Kind immer gegangen bin. In Berlin, Friedrichshagen. Das Kino Union, aber so ein schönes Einsaalkino mit Empore, wo man oben knutschen kann, für euch geradezu geeignet. Und in der Zeit, als ich es gekauft habe von der Treuer, und ich habe es nicht mit der obligatorischen Mark oder so bezahlt, sondern recht mit sehr viel Geld, und hatte eine Menge Pläne damit. Und dann war das so, dass diese Einsaalkinos nicht mehr funktionierten, weil die Multiplexe rauskamen. Und dann gab es schon da eine finanzielle Schieflage und. Also so ein paar Dinge, die einfach weggerutscht sind, die man erledigen kann. Das ist alles letztendlich furchtbar in der Situation. Aber trotzdem, ich meine, Sie sind ein erfolgsverwöhnter Entertainer gewesen, Moderator gewesen, hatten ja auch Ihren Lebensstandard. Auf einmal sind diese finanziellen Probleme da, der berufliche Erfolg ist nicht mehr ganz so. Und würden Sie sagen, dass es da schon ein bisschen einsamer auch wurde? Ja, natürlich. Also wie schon erwähnt, also die Presse schießt sich ja dann relativ schnell darauf ein. Und du bist ja sowieso unter einem Vergrößerungsglas. Das weiß man ja, wenn man sich auf unseren Beruf einlässt. Deswegen beschwere ich mich darüber überhaupt nicht. Es ist so. Aber es ist natürlich dann noch mal ein bisschen blöder, als wenn du sowas in einigermaßen anonym oder irgendwie in Ruhe erledigen kannst. Und so ist ja der öffentliche Blick auf dich. Also du wirst irgendwie als Verlierer gehandelt und die einschlägigen Zeitungen überm Bruch, ne, sagt man in der Fachsprache immer, wenn du es geschafft hast, dass du, wenn der Bruch ist, also über der Falte, ne, wenn die Zeitung in so einem Zeitungsständer steht, wenn man da steht, dann bist bekannt. Also Sie haben es gesagt, Sie waren nicht gerade auf der Siegerstraße. Und das in dem Moment gerade nicht so, nein. Aber dann hat haben mich Sie... auch, hat mich auch mitgenommen, pardon, dass betrogen worden zu sein. Sowas ist ja auch eine Enttäuschung, ne? Das kommt ja noch dazu. Und erzählen Sie mal, wenn wir uns jetzt diese Situation vorstellen, ist ja keine angenehme im Leben. In welcher Situation, was war das für ein Tag? Beschreiben Sie das nochmal, in dem Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Holen Sie uns mal rein. Kennengelernt am 8. Mai, am Tag der Befreiung. Oder Kapitulation, das geht ja auch. Ehrbefreiung. Und Ehrbefreiung, würde ich sagen. Und ich kam irgendwie von der Arbeit, also kam aus München. In Berlin gelandet und ein Freund von mir, der eine Diskothek hatte damals in Berlin am Potsdamer Platz, sagt, hey, Lippi, du musst mir unbedingt helfen, ich brauche einen Promi heute Abend. Da sage ich, naja, dann viel Glück. Sagt er, nee, du müsstest mir helfen, weil ich muss so, da wird so ein Gastro-Award verliehen und so ein Riesen-Otto und so, und das müsste jemand überreichen und Geld habe ich auch keins.
Also eine Gage oder sowas ähnliches. Also schlechte Bedingungen. Und ich wollte dann mich auch schon so davonstehen, weil ich ein bisschen müde war und so. Und weiß ich, irgendeine Eingebung hat gesagt, nee, komm, geh da mal hin. Das habe ich dann gemacht und habe also auch artig meinen Preis übergeben und war auch toll, habe noch einen Titel gesungen zur Unterhaltung aller. Und da fiel mir eine junge, sehr schöne Frau auf, die also in einigermaßen regelmäßigen Abständen mal an die Bar ging dort und sich ein Glas Champagner holt. Und Sie waren auch an der Bar? Ich saß so da in der Nähe. Weil, also ich hatte ja da irgendwie zu tun und ja, irgendwie habe ich da gesessen. Nicht direkt an der Bar gleich. Und sind Sie denn dann so derjenige, der steil geht und dann gleich auf Sie zugeht? Oder erstmal so, das so abcheckt? Man denkt ja eigentlich, wenn man jetzt also eine gewisse Fernseherfahrung hat, irgendwie Gastgeber ist, Moderator ist, Entertainer, sonst was, dass man denn da den einfach den Na, den steilen Spruch irgendwie. Und hatte ich aber nicht. Und ich glaube, sie, psychologisch, wenn dir etwas wirklich was bedeutet, glaube ich, dann hast du das nicht. Ist man eher unsicher wahrscheinlich. Bitte? Dann ist man eher unsicher. Dann ist man unsicher, weil man möchte nicht verhauen irgendwie. Ja, also da weil es wichtig wird plötzlich. Ja. Also sie fielen mir auf und das war wirklich diese Liebe auf den ersten Blick, dass ich dachte, so ein wunderbares Wesen. Also neben der Tatsache, dass sie ein schöner Mensch ist, ist mir, also hat mir, ich hab, meinte ihr Wesen zu spüren irgendwie. Und wer hat dann wen angeschaut? So, jetzt habe ich erstmal also einen Kundschafter losgeschickt. Okay. Erstmal einen Vorschicken. Ein Freund von mir. Ja. Und habe gesagt, check doch mal, ob diese tolle Frau alleine da ist. Ja. Weil das würde die Sache ja ungeheuer schwieriger machen. Und so, dann kam der nach einem kurzen Moment wieder und sagt, du, ich glaube, die ist alleine da. Die ist zwar mit einem Mann da, aber das scheint eher ein Kollege zu sein. Mhm. Auch interessant, wie man das so auseinanderhalten kann. Mhm. Ist es ein Pärchen oder nicht? Ist es ein Kollege? Ja. Ja. So, also, Gastronomen unter sich, die feiern natürlich toll und so. Also, konnte man gar nicht so genau. War auch ein bisschen Börse an dem Abend. Also, wir alle haben geguckt, oh, was ist hier los? Und dann gab es bei mir den Impuls, also jetzt musst du da hingehen, wer weiß, wie oft die noch mal wiederkommt. Jetzt musst du dich ranhalten, sozusagen. Und bin dann da an die Bar gegangen, habe mich so daneben gestellt. Und dann guckte sie mich ganz freundlich an und dann habe ich gesagt, guten Abend, ich heiße Wolfgang. Ich meine, das ist natürlich ein dürres Ding, oder? Also ich finde, er hat es gewagt, oder? Also er hat es gewagt. Erstmal. Also, guten Abend. Ich bin der Wolfgang. Ich habe nicht gesagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Nee, aber ich bin der Wolfgang. Hatten Sie sich das schon vorher zurechtgelegt? Ich habe nicht gesagt, ich bin der Wolfgang, das ist ja, ich bin der Martin. Da hätte er schon fast einen Gag hintergesteckt. Ich wollte einfach nur sagen, wie ich heiße. Ich heiße Wolfgang. Ja, guten Abend, mein Name ist Wolfgang. Hatten Sie damit vorher schon mal Erfolg oder war das so aus der... Die Frage muss man sich stellen. Also ich bin selber nicht unbedingt der Fan meines eigenen Namens. Meine Mama hat mir vor nicht langer Zeit mal offeriert, sie hätte auch einen Alexander parat gehabt. Okay. Hallo, mein Name ist Alexander. Klingt natürlich ein bisschen spannender als Wolfgang. Und so, jetzt pass auf. Bis dahin war alles langweilig irgendwie. Ja. Und dann aber Gesine sagte, so hieß mein Großvater auch. Und da begann eigentlich der Gag. Und jetzt, jetzt ging es aber weiter. Ich habe mich natürlich nicht so schnell speisen lassen, weil sie blieb auch sitzen. Okay, das ist schon und mal wir gut. Haben, ja, und wir haben immer kamen Männer und machten ihr Offerten. Ah. Und sagten, hier ist meine Karte. Also die Konkurrenz hat gearbeitet. Die Konkurrenz hat nicht geschlafen, wirklich nicht. Also da war richtig Frequenz. Ja. Und, aber wir haben dann, und dann habe ich vielleicht meine Begabung oder Fähigkeit, irgendwie einen Menschen mit einem auszuhorchen, ein Gespräch zu führen. Irgendwie das ging dann. Und Gesine hat mir dann wirklich sehr, sehr viel von sich erzählt. Mhm. Aber sie wusste auch, wer Sie waren, oder? Ja, sie hat mich erkannt. Ja. Aber ich hatte nicht so ein Gefühl, dass es ihr besonders wichtig ist. Also sie ist jetzt nicht in Ohnmacht gefallen. Aber wenn Sie so sagen, Sie haben viel von ihr erfahren, das heißt, das wurde auch schon relativ tief. Also, ja, wir haben wirklich, also mit dem Wolfgang und mit dem Großvater, da war eigentlich das war super in der Familie, waren wir schon mal verankert irgendwie. Und dann ging es da irgendwie weiter. Ja. Und ich würde mal sagen, also das war ein wunderschöner Abend und wir haben uns dann versprochen, dass wir uns wiedersehen. Und ich glaube, der nächste Tag war eigentlich der entscheidende. Dass ich nämlich dort angerufen habe, also das war in Berlin. Gesine hatte damals in Frankfurt-Oder ein Restaurant, tolles Restaurant. Und da habe ich sie angerufen und habe gesagt,
Können wir uns heute Abend treffen? Ich würde eine Flasche Champagner mitbringen, weil ich wusste, dass sie das gerne trinkt. Dass wir dann feiern können, dass wir uns 24 Stunden kennen. Also da haben Sie aber richtig Gas gegeben. Das ist natürlich schon besser also, als mein Name ist Wolfgang. Ne? Aber also auf jeden Fall gut. Als Amateur angefangen, ja, und dann in die leicht in die, ja, Profiliga, genau, so genau, rüber. Genau. Mhm. Und dann haben wir uns da getroffen und das war natürlich schon da. Das hat man schon wahrgenommen, ja, dass ich da war. Mein Image war auch damals nicht besonders. Haben Sie auch von Frauen Ihrer Lebenssituation denn erzählt eigentlich? Ja, ja, später, ja, also nicht später. Sofort. Also aber wenn Sie das sagen, mein Image war, es galt ja schon immer der Lippi, der liebt die Frauen, ne? Also nur, das ist so ja ein bisschen, nicht schlimm. Nee, so ein bisschen Don Juan, der, ja, der war nicht so, ist doch so, oder? Ohne Verkleidung. Ja. Natürlich. Ohne Schwert. Ja, 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 aber schon Womanizer. Nein, aber ich, wenn man alleine ist, ja, erstmal irgendwie so in der Gegend rumgeistert, mhm, und dann lernt man eben einfach eine Menge Menschen kennen und, mhm, und man, wenn man gerade bereit ist oder so, man verliebt sich auch irgendwie ganz schnell. So husch, dass, mhm, man in irgendwas verliebt. Also Sie haben auch nicht so viel vorbeiziehen lassen, ne? Das weiß ich nicht. Ja, ja. Wir wollen lieber wieder zurück nach, ja, Frankfurt-Oder, junger Freund. Ja, Frankfurt-Oder. Wir sind, wir sind, mhm, in Frankfurt-Oder. So, und dann passierte was ganz Tolles. Und da, das stand, also auf der Herrentoilette spielte sich das ab. Da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Okay. Ja, ja, jetzt wird es ja, sehr spannend. Ja. Mhm. Und dann steht jemand neben mir und wir sind so vertieft, schauen so an die Wand, was Herren so machen. Mhm. Und dann dreht er sich so zu mir, Gott sei Dank nicht komplett, sondern nur mit seinem Gesicht, und sagt, ich wäre ein schlechter Journalist, wenn ich nicht darüber schreiben würde, dass ich Sie heute Abend hier in Frankfurt-Oder getroffen habe. Oha. So, dann dachte ich, jetzt hast du ja schon wieder irgendwie so eine, mhm, Schlagzeile am Hacken. Und dann habe ich zu ihm gesagt, mit derselben Ausrichtung an die Wand, wollen Sie nicht mal einen Abend ein schlechter Journalist sein? Und dann hat er das auch so gemacht und, mhm, dann hatten wir erstmal Ruhe. Und ein bisschen später gab es einen Zeitungsartikel, weil in dem Restaurant, mhm, von Gesine waren ganz viele Medienleute. So, da war, als das, damals das Hochwasser war, vom Ministerpräsidenten, mhm, angefangen, Fernsehleute, mhm, und so weiter. Und die Presse, die Frankfurt-Oderer, also auch, mhm, den ich auf der Herrentoilette getroffen habe, der hat, die haben dann einen Pro-Gesine-Artikel geschrieben. Ihr Restaurant hieß 1900. Und sie haben geschrieben, eine so tolle Frau wie Gesine Schönherr, hieß sie damals noch, hat es nicht nötig, sich mit irgendeinem Medienheini da zu schmücken oder so, mhm, sondern sie ist so eine tolle Persönlichkeit. Sie hat so viele Freunde, sie hat so viele Menschen, die sie schätzen und die und so. Und ich habe mich, obwohl es eigentlich gar nicht so pro Wolfgang war, darüber gefreut, wie lokalpatriotisch die da mit ihr waren. Aber wir haben ja gewonnen, wir beide. Wir haben ja unsere Liebe, wir haben die ja bis heute. Und das ist schön zu hören. Sie haben ja dann auch geheiratet. Das war das erste Mal, dass Sie geheiratet haben. Haben Sie vorher nicht geliebt oder hatten Sie keinen Bezug zur Ehe bis dahin? Ich habe mich immer gedrückt. Mhm. Müsste man vielleicht mal fragen, was das ist. Ist es richtig, selten sogar mal relativ kurz vor einer Hochzeit? Ja, auch schon mal. Wie? Also ich war der sich nicht traut. Also nicht die Braut, sondern der Mann. Also wie lange vorher? Na ja, 4 Wochen. 4 Wochen, ja. Aber das war's dann noch. Naja, da ist eigentlich schon alles geritzt. Schon, ne? Ja, ja. Ja. Ich habe immer Angst gehabt, irgendwas zu unterschreiben, mein Leben lang. Mhm. Eine komische Geschichte. Also hat sich jetzt verwachsen mit dem Alter. Was war bei ihr anders? Ich weiß nicht, es war einfach so, dass ich der Meinung war, das ist jetzt richtig. Mal, ja, mal jemanden kennenzulernen, wenn es einem nicht gut geht, ist das vielleicht, kann das auch ein Vorteil sein, weil man weiß, sie ist nicht nach dem Glanz aus oder auch aus anderen Gründen? Ja, also auf jeden Fall. Also man lernt sich vielleicht unverstellter kennen und vor allen Dingen auch für sie, dass sie in so einer Krise vielleicht auch mehr nach dem gucken, was ist eigentlich wichtig im Leben. Ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sie sich da entschlossen haben zu heiraten, weil sie einfach nach anderen Dingen geschaut haben als vorher, möglicherweise. Sie haben,
Sie haben dann auf jeden Fall geheiratet, 2004. Wieder am 8. Mai. Im Schloss Ralsbiek auf Rügen. Mhm. Dann auch noch mal auf dem Traumschiff. Also da ging es Ihnen offensichtlich dann auch finanziell besser. wie war es dann zum ersten Mal? Ich habe da gearbeitet. Ja, ja. Wie war es denn zum ersten Mal zu sagen, ja, ich will schön war's. Leben lang? War schön? Ja, es war schön. Also diese Zeremonie, also wir haben das alles ja relativ schnell, also meine Frau ist ein sehr unkomplizierter Mensch, also sie als Gastronomin, als Frau, die organisieren kann, hat sie natürlich ganz viele Sachen da organisiert. Es war ein toller Junggesellenabschied oder wie auch immer das, also gemeinsam haben wir das natürlich gefeiert. Wir haben also diese Hochzeit vorbereitet in diesem Schloss in Ralsbiek, wo ich also seit ja nunmehr 20 Jahren bei diesen Störtebeker Festspielen arbeite. Und das war also alles sehr warm. Sehr viele Freunde von uns waren da. Meine Schwiegereltern waren da, logischerweise. Meine Mama war da. Und als wir dieses vorbereitet haben, also die am Morgen der Hochzeit, bin ich noch mal in den Saal gegangen, da um zu gucken, ob alles klappt. Also es hat jemand für uns extra eine Musik geschrieben, die eingespielt wurde und so weiter. Und ich wollte wissen, ob das klappt, dass da jemand wirklich auf den Knopf drückt und dass dann die Musik läuft und so weiter. Und da war die Standesbeamtin Frau Huf von der Insel Rügen. Und die sagte dann, ach, Herr Lippert, mir ist ganz komisch, ich bin dann aufgeregt und so. Ich sage, wieso denn? Ist Ihre erste Trauung? Nee, sagte sie. Also ich habe mich schon öfter, aber dass Sie hier so als Fernseher, das ist mir ganz komisch. Ja. Ich sage, naja, aber wir sind doch irgendwie, wir tun doch gar nichts, das ist doch ganz okay alles. Also entspannen Sie sich mal. Möchten Sie vielleicht ein Glas Sekt trinken? Und sagte, nee, also im Dienst trinke ich eigentlich, na eins vielleicht. Ja. So, und dann haben wir ein Glas getrunken und dann sagte sie, wie kommt denn die Braut? Dann war sie schon entspannt. Mhm. Ich sage, na, ich glaube in Weiß. Also wir haben es ganz altmodisch gemacht, dass ich es nicht wusste. Ja. Und dann in Weiß, glaube ich. Und in dem Moment, als sie das sagt und wir uns da so drüber unterhalten, geht diese große Flügeltür auf, durch die dann später meine Frau gekommen ist mit ihrem Papa und eine kleine Putzfrau mit so einem weißen Nylonkittel und einem roten Eimerchen und so einem Besen kommt und sagt, kann ich Ihnen noch irgendwas helfen? So, und da haben wir natürlich so gelacht. Und so war dieser ganze Tag, also diese ganze Hochzeit, diese Freunde, die da saßen, wie gesagt, unsere Eltern waren auch da und mein Schwiegervater kam mir dann mit Gesine an der Hand entgegen. Und wir konnten nicht aushalten. Wir haben so geheult, ja, wie die Schlosshunde. Und er hat mir denn ihre Hand in meine Hand gegeben und hat gesagt, hier hast sie. So, und das ist natürlich eine Verantwortung. Und er hat sie noch immer. Sie haben vor 3 Jahren auch ein Liebeslied für Ihre Frau gesungen. Mit dem schönen Titel 17 Jahre lieb ich blonde Haare. Ja, stimmt. 17 Jahre lieb ich blonde Haare. Das ganze Wunderbare, das dich einzig macht. 17 Jahre bist du hier geblieben, mit mir auf unserer Wolke 7, wo die Sonne immer lacht. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Hochzeitstag auch immer noch auf eine besondere Art und Weise feiern? Na klar, das sollte man noch machen. Hier sind ja einige Paare, glaube ich. Feiern Sie Ihren Hochzeitstag? Doofe Frage, ne? Ja, aber es gibt viele Männer, die das vergessen. Das habe ich auch schon mal gehört. Also wir feiern das immer. Und wie gesagt, immer an dem 8. Mai und mit demselben Ritual. Das wäre? Dass Gesine das Brautkleid anzieht, egal wo wir irgendwo sind, in Hotels, unterwegs oder irgendwo in der Weltgeschichte rumgeistern. Und ich organisiere immer irgendwas, was irgendwie dufte ist. Und meistens klappt es dann auch nicht so, wie man sich das denkt. Aber das Wichtigste ist, dass wir dieses Ritual machen mit diesem Kleid. Es gibt einen riesengroßen Rosenstrauß. Wir spielen diese Hochzeitsmusik noch mal ein. Gesine muss dann irgendwie mit dem Kleid von A nach B. Und ich bin meistens noch so in Räuberzivil. Und und dann hören wir uns die Musik nochmal an, gucken uns Fotos an, reden darüber und freuen uns und erleben einen schönen Tag. Lassen wir uns nicht nehmen. Und alles begann mit Mein Name ist Wolfgang. Wolfgang. Toll, was daraus geworden ist. wir sagen ja auch immer,
ja, ich kann den anderen gut riechen, zum Beispiel. Ist es wichtig für Sie, dass ein Partner gut riecht? Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Chemie spielt da wirklich eine Riesenrolle, wie wir uns eben zu einem Menschen hingezogen fühlen oder aber auch nicht hingezogen fühlen. Verlieben wir uns auch in den Geruch eines Menschen? Ja, das sind die sogenannten Pheromone und das sind die Sexualbotenstoffe. Und je unterschiedlich die Gene sind, desto besser riecht jemand für uns. Das heißt, wenn ich jemanden nicht riechen kann, heißt es, dass unsere Gene zu ähnlich sind. Und das ist sozusagen negativ für die Nachkommenschaft. Ich habe den Eindruck, vielleicht täusche ich mich, aber dass Menschen mit ähnlicher Attraktivität, wie auch immer man das beschreiben würde, sich häufig treffen. Ist das eine Vermutung oder ist es so? Das stimmt schon, aber die kommen auf jeden Fall schneller zusammen. Also Menschen, die ähnlich attraktiv sind, kommen schneller als Paar zusammen. Und diejenigen, die ungleich attraktiv sind, die brauchen länger. Das heißt, da spielt das Kennenlernen eine Rolle, dass man sich erstmal auch anders kennenlernt und gemeinsam Erfahrungen miteinander macht. Und dann kann man sich auch gut in jemanden verlieben, der einem nicht so ähnlich ist. Aber so dieses schnelle Verlieben, das hat häufig ganz viel mit Ähnlichkeit zu tun oder mit Anziehung. Frau Nawenka, auch Sie haben sich verliebt, richtig verliebt. Diese Liebe hat Sie aber viel Geld gekostet im Nachhinein. Würden Sie sagen, dass Sie Menschen seitdem weniger vertrauen können? Hat das Spuren hinterlassen bei Ihnen? Eigentlich nicht. Mhm. Weil ich habe das ziemlich schnell abgehakt und ich habe mir wirklich gesagt, ich habe eine unglaublich schöne und spannende Zeit gehabt. Und ich habe in der Zeit Dinge getan, die ich mir früher nie getraut hätte. Dann versuchen wir mal in diese Zeit einzutauchen. Sie haben einen Mann kennengelernt auf einer Dating-Seite. Waren Sie in dieser Zeit in einer Partnerschaft? Nein. Mhm. Und zwar längere Zeit nicht. Weil irgendwann, so ich weiß nicht, so Mitte 50 oder wann das war, ich hatte einfach die Nase voll von Männern, sage ich ganz ehrlich. Mhm. und habe mir echt einen Mann einen Hund angeschafft. Ein Hund für den Mann. Ja, okay. Ja, nee, eine Alternative. Ja, es ist eine Alternative. Ich wollte wirklich keinen Mann mehr. Ja. Deshalb ist diese Geschichte ja wirklich ziemlich interessant. Und was hat sie dann angesprochen? Sie hatten den Hund, Männer wollten sie eigentlich? Ja, der Hund war dann inzwischen verstorben. Ah. Das Ganze geht ja schon seit 4 Jahren. Ja. Und nein, das war Zufall. Ich hatte eine Freundin und wir haben uns immer aus Interesse in der Zeitung diese Partnerschaftsanzeigen angeguckt. So, und jetzt war da irgendwie eine Werbung von dieser Zeitung, dass sie auch eine Dating-Seite haben. Ich war noch nie auf einer Dating-Seite. Ne? Mhm. War irgendwie, was, sowas haben die auch? Ja, das gucke ich mir jetzt mal an. Ne? Und dann habe ich da die Köpfe vorbeirauschen lassen. Da war aber dann nicht wirklich was dabei. Ne? Ja. Und ich wollte schnell da wieder weg. Und dann fällt mir auf einmal plötzlich ein Name und darunter der Beruf auf. Und das war eben der Name Manfred und darunter der Beruf Arzt. Und dieser Mann hatte für mich in früher Vergangenheit eine sehr wichtige Rolle. Und ist dann eben, ja gut, war mein Chef und auch anfangs Psychosomatiker. Also einer, der Manfred hieß, meinen Sie jetzt? Ja, der hieß Manfred und der hat mir eigentlich, wenn ich so sagen will, am Anfang mal tatsächlich das Leben gerettet. Und das hat sie, er hat Sie an ihn erinnert sozusagen? Genau. Mhm. Und da ist auch der Vater meiner Tochter, diese Liaison oder ja, ging eben fast 8 Jahre. Ja. Und wäre auch noch weitergegangen, wenn nicht er plötzlich an einer Myokarditis durch ein Virus gestorben wäre. Er ist einfach mal umgekippt. Ne? Dieser Manfred war ja Deutsch-Amerikaner, den ja, Sie da und das kennengelernt war, haben. Deshalb genau. Bin ich ja, weil dieser so viel mir bedeutete, habe ich plötzlich einen richtigen Schreck gekriegt, wo ich diese Kombination gesehen habe, Manfred und Arzt. Ja. Und deshalb bin ich da hängen geblieben, sonst wäre ich einfach runter wieder. Ne? Ja. Und da habe ich gedacht, oh, kannst doch mal schreiben. Ne? Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und dann haben wir uns erst über die Dating-Seite unterhalten. Also er war eben auch angemeldet und ich musste mich dann halt auch anmelden, aber es war da nicht so teuer. Ich kannte mich überhaupt nicht aus auf solchen Seiten. Ja. Wie hat er denn Ihr Herz gewonnen? Was würden Sie sagen? Also, das ging relativ schnell. Also einmal hatte ich schon durch den Namen und den Beruf eine Beziehung. Mhm. Durch den früheren eben. Das war einfach da.
Und ja, und dann hat er mir eben erzählt von seiner Geschichte. Er ist gerade in Berlin, aber eigentlich ist er Amerikaner, kommt aus USA, ist Arzt, arbeitet für die UNO schon 30 Jahre und ist vorwiegend in Krisengebieten. Mhm. So, und da ich nicht so der Hausmütterchen-Typ bin, sondern mich mehr für die Welt und alles, was sie zu bieten hat, interessiert hat, fand ich das hochspannend, ja. Also ich fand's irre. Also das klang seriös, das klang nach Abenteuer auch so ein genau. bisschen. Genau. Ja? Ja. Also das, er hat voll. Sie, und ist er denn auch auf Sie eingegangen? Ist er, total. Ja? Und das ist ja auch sehr verwunderlich, weil man das in anderen Love Scams eben anders liest. Also ich habe ihm sehr viel von mir auch erzählt. Und was mich eben, ja, das hat mich eben wirklich fasziniert. Er hat mir sehr viel Komplimente gemacht und hat die Lebensabschnitte, die ich ihm geschildert habe, wofür ich aber eigentlich immer, ja, wie sagt man so schon, regelrecht Kloppe gekriegt habe in meiner Familie, ja. Die hat er mir ganz anders dargestellt. Er hat sie unheimlich in mich eingedacht. Jeden Morgen bekam ich einen wunderschönen kleinen Liebesbrief. Also so schön hat mir noch nie ein Mann geschrieben. Und das über so einen langen Zeitraum. Es war dann ja so, Sie wollten ihn auch sehen. Es hieß dann auch, er wolle in Vorruhestand gehen. Der Antrag sei aber abgelehnt worden. Sie könnten ihm helfen, das haben Sie auch gemacht. Währenddessen hat er gesagt, dass Sie ihr seine Verlobte sind. Hat Ihnen das noch mal geschmeichelt? Hat Ihnen das auch noch mal, wenn man so will, eine Sicherheit gegeben? Das war nicht so. Das war nicht so, ja. Nee. Also er hat mir so schon irgendwie genügend Sicherheit gegeben. Ja. Und ja, und dann habe ich ja auch immerhin so 20 Bilder oder was gekriegt. Mhm. Und das ist eigentlich auch ungewöhnlich, weil normalerweise verschicken die so. Was war darauf zu sehen? War er darauf zu sehen? Er war in Urlaubspositionen zu sehen, mal im Fitnessstudio. Mhm. Hat mir, ja, wo war er noch zu sehen? Mal, wo er zu seinem Auto in der Tiefgarage gegangen ist. Mhm. Er hat mir von seinem Haus Bilder geschickt und auch von, wie sie innen aussehen. Und wann kam denn dann Geld ins Spiel? Das ging so ungefähr nach 2 Monaten ungefähr, glaube ich, los. Da, also bis dahin auch keine Zweifel und nichts. Ne? Also ich hatte von Love Scam und so ein Kram überhaupt noch keine Ahnung, nie was gehört davon. Aber ihr wart da an dem Zeitpunkt fest zusammen? Ja, er hat mich ja als dann seine Verlobte benannt und später war ich dann sogar seine Frau, was weiß ich. Die Formalitäten machen wir, wenn er zurückkommt. Aber Sie hatten sich noch nie gesehen? Noch nie gesehen? Nee. Mhm. Das ist ja verrückt. Und um wie viel Geld ging es dann im ersten? So, und bei der ersten Mal, dann hieß es also, er hat mir auch seine Einsatzdaten geschickt. Ne? Mhm. Und da ich mal auch früher mit Bundeswehr und so zu tun hatte, wusste ich, wie die aussehen. Sah unheimlich echt aus. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, das muss ja jetzt wohl alles stimmen, ne? Und ja, ob ich es gäbe, eine Möglichkeit über eine, wie hat er es genannt, unterirdische Abteilung, einen Urlaub zu beantragen. Das müsste aber ein Familienangehöriger machen, weil das von der UNO verboten war und das eben so eine korrupte Unterabteilung war. Und dann hieß es auf einmal, er soll 15.000 Euro bezahlen. 15.000? Ja. Für was? Ja, für diesen Urlaub. Weil das ist ja, ja, das ist eine Unterabteilung. Die Leute, die unter der Hand arbeiten, die verdienen Geld. Das ist nun mal so. Das ist in allen Ecken. Und haben Sie die dann überwiesen? Nein, da war für mich sofort Limit. Wie viel haben Sie dann überwiesen? Ich habe mal nachgeguckt, das waren dann 3.750 Euro. Okay. Ich meine, Sie haben bei der Bank nachgefragt, die waren skeptisch. Die haben mich drauf angesprochen. Die haben Sie drauf angesprochen. Sie sind dann noch zur Kripo gegangen. Ja, die haben Ihnen auch gesagt, überweisen Sie nichts mehr. Sie haben dann auch eine Detektivagentur beauftragt. Auch die haben gesagt, das mit der Adresse ist nicht in Ordnung, hören Sie auf. Was war Ihre Reaktion? Was war die Konsequenz? Habe ich auch, ja, aber... naja, wie gesagt, ich habe sowas ja noch nie gehört gehabt. Ja. Ich habe da natürlich im Internet rumrecherchiert und da gibt es ja genügend Geschichten. Und trotzdem hat mich das irgendwie nicht losgelassen, dass ich jetzt keine Nachrichten mehr kriegen sollte. Ich glaube, wir könnten hier über das, was Sie erlebt haben, noch Stunden reden. Deshalb fassen wir es mal zusammen. Es ging weiter, Sie waren verliebt.
Wenn Sie es zusammenfassen, es kamen dann ja auch immer wieder neue Geschichten, für die Sie Geld überweisen sollten. Wie viel haben Sie insgesamt überwiesen? Also insgesamt von meinem eigenen Geld waren es ungefähr 50.000. 50.000. Und dann auch noch ein, ja, es kam dann noch ein Arzt, musste besorgt werden, ne? Als Vertretung für ihn. Der erste Arzt wollte nicht kommen, weil da gerade so viel los war. Aber hatten Sie das Geld? Oder? Nö. Also das heißt, haben Sie Kredite aufgenommen? Ich habe dann auch noch einen Kredit aufgenommen, ja. Aus Verliebtsein, weil Sie um ihn kämpfen und für ihn kämpfen wollten? Ja, da kam dann noch irgendwas anderes dazu. Ich glaube, das war so eine Art wie Spielsucht irgendwie. Ich hatte dann 2-3 Mal was überwiesen. Ja. Und ich meine, ich habe noch nie gespielt. Mhm. Aber was man so im Fernsehen sieht, dann hatte ich so das Gefühl, was, da sind ja nur noch 2.000 Euro jetzt oder jetzt sind es nur noch 3.000. Das kannst du noch mal. Wäre ja schade, wenn es daran jetzt hapert. Also das geht noch und das geht noch. Ja, man hat schon investiert. Ne? Und wenn man schon investiert hat, dann ist es schwer auszusteigen. Ja. Was sind die Methoden von diesen Liebesbetrügern, so nenne ich sie jetzt einfach? Wie geraten wir in die Fänge? Naja, also zum einen ist da eine Sehnsucht möglicherweise. Ja. Und mit dieser Sehnsucht spielen die ganz geschickt. Wir haben alle die Sehnsucht, geliebt zu werden, gesehen zu werden, angenommen zu werden. Viele von uns haben das als Kind irgendwie nicht gehabt. Und dann kommt jemand, der sieht dich, der ist für dich da, das erzeugt natürlich wahnsinnige Gefühle. Und zum anderen passiert alles in der Fantasie, es sind ja alles nur innere Bilder. Da ist schon der Name, aha, Manfred, Arzt, und dann entsteht ein inneres Bild. Und diese Bilder, die haben eine unheimliche Kraft. Ja? Und da entstehen Geschichten, man erfindet innerlich Geschichten. Und da spielt er, das sind einfach Menschen, die unheimlich geschickt mit Emotionen spielen. Irgendwann ist er sogar im Gefängnis gelandet, angeblich. Sie sollten 120.000 Euro Kaution aufbringen. Da war aber auch für Sie Ende der Fahnenstange, weil irgendwann geht es ja nicht mehr. Wann war denn das letzte Mal, dass Sie Kontakt hatten mit ihm, wenn Sie sagen, es ging über so einen langen Zeitraum? Das war vor einem Jahr ungefähr, ja. Wir sehen alle, Verliebtsein hat eine ungeheure Kraft. Und ich glaube, wir würden Ihnen allen wünschen, dass Sie dieses Gefühl immer wieder erleben. Ich glaube, wir hoffen aber auch, dass Sie diese Wertschätzung, dieses für Sie Dasein erleben mit einer realen Person, die auch wirklich für Sie da ist und wo Geld überhaupt keine Rolle spielt. Alles Gute in dieser Richtung. Danke. Von Herrn Winkert. Ich meine, das eine ist ja, eine Liebe zu haben, die einem viel gegeben hat, oder das Verliebtsein und enttäuscht zu werden. Das andere ist, zu lieben, sich glücklich zu fühlen und aus dieser Liebe brutal herausgerissen zu werden. Das ist Ihnen passiert. 3 Monate vor Ihrer Hochzeit ist was ganz Schreckliches passiert. Das ist so knapp 4 Jahre jetzt her. Wenn Sie daran denken, Herr Bill, ist es immer noch manchmal so, als das kann doch gar nicht wahr sein, was da damals passiert ist? Ja, es fühlt sich unglaublich irreal an, hat sich zu dem Zeitpunkt irreal angefühlt. Und wenn man jetzt zurückdenkt, dann kann man das nicht glauben, ja. Sie haben Ihre Verlobte bei einem Jugendgottesdienst kennengelernt. Beschreiben Sie sie mal, was haben Sie an ihr geliebt, wie war sie? Sie hat wunderschöne Locken und hat so ein strahlendes Gesicht gehabt. Und das ist natürlich sofort aufgefallen, dass man in so einen Sonnenschein reinschaut. Dann natürlich ihre herzliche Art, ihr offenes, also man konnte ganz offen mit ihr reden. Und ich brauche mal ein bisschen, bis ich anfange zu reden. Aber wenn ich anfange zu reden, dann rede ich sehr lange und sehr viel. Und das haben wir dann auch an dem Abend gemacht. Sie haben dann 2019 sich verlobt, im Januar. Mhm. Was waren so Ihre Zukunftspläne? Ja, der Plan war, im September zu heiraten. Mhm. Wir hatten eine Wohnung in der Nähe von Paderborn. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Student und sie hatte gerade ihre Ausbildung abgeschlossen als PTA. Und dann wollten wir halt eben nicht weit weg von der Uni und dem Arbeitsplatz wohnen. Und dann, damit waren wir beschäftigt, Vertrag abschließen, Wohnung suchen und Flitterwochenplanung, da hatten wir auch schon was gebucht und viel weiter hatten wir noch nicht geplant. Es war noch so ein Mini-Urlaub geplant, der wäre dann auch bald gekommen, noch kurz vor der Hochzeit mit ein paar Freunden. Mhm. Das waren so die Dinge, die uns gerade zu dem Zeitpunkt beschäftigt haben. Ein halbes Jahr später, dann am 2. Juli, hat sich dann alles verändert. Wie haben Sie diesen Tag noch in Erinnerung? Also
Es war ein Montag, da kam sie von der Arbeit, hat sich, also ist zu mir gekommen. Wir haben den Tag noch zusammen verbracht. Wir haben so einen Ehevorbereitungskurs gemacht, wo man sich einfach austauscht, wo man über gewisse Themen spricht. Und es war ziemlich bereichernd, dieses Gespräch. Es war auch wirklich schön, diese Zeit. Und da ihre Schicht nicht allzu früh anfängt in der Apotheke, konnte sie dann doch bis Mitternacht noch bleiben, bevor sie dann nach Hause musste. Und ist dann, habe ich sie halt noch zum Auto begleitet. So kurz vor Mitternacht ist sie dann eingestiegen, davongefahren. Und sie hat so 10 Minuten, eine Viertelstunde von mir entfernt gewohnt. Und da habe ich dann auf die Nachricht gewartet. Also ich habe zu Hause darauf gewartet, dass sie, dass sie mir schreibt, dass sie angekommen ist. Das haben wir so gemacht. Und dann kam halt keine Nachricht. Auch nach einer halben Stunde etwa kam immer noch keine Nachricht. Waren Sie beunruhigt? Erstmal nicht. Man malt ja nicht gleich schwarz. Man denkt sich, naja, vielleicht ist sie erstmal direkt ins Bad und guckt dann später nochmal aufs Handy. Und so habe ich halt erstmal nochmal, wie gesagt, eine Viertelstunde verstreichen lassen, habe mich in der Zeit mit irgendwelchen Videos abgelenkt und einfach gewartet. Dann, als nochmal eine Viertelstunde rum ist, hatte ich ihr schon ein paar Mal geschrieben. Und dann war ich schon ein bisschen beunruhigt. Aber wie gesagt, vielleicht ist sie einfach eingeschlafen und weil sie so müde war oder so, obwohl sie jetzt nicht den Anschein von Müdigkeit hatte, als sie gefahren ist, aber wer weiß. Und deswegen habe ich dann gedacht, komm, rufst du sie mal an. Und als ich dann gerade das Handy genommen habe, um anzurufen, ruft mich einer meiner Freunde an und sagt, Eddie, wo ist deine Freundin? Und ich sage, ja, die müsste zu Hause sein, beziehungsweise die ist halt schon vor einer guten Dreiviertelstunde gefahren. Und dann sagt er, hier liegt ein Auto im Graben, das sieht aus wie ihrs. Ich so, wie, wo denn? Ja, zwischen Schlangen und Benhausen. Und ich sage, okay, also ja, komm schnell. Alles klar. Ich habe das irgendwie nicht ganz fassen können, habe erst mal gedacht, naja, es ist irgendwie keine Ahnung, vielleicht wollen die mich gerade veräppeln oder was auch immer. Ich habe das halt einfach weggeleugnet, dass das real sein könnte. Sind Sie dann hingefahren? Ja, genau, bin dann hingefahren. In der Zwischenzeit auf der Fahrt dahin ist mir dann schon so aufgefallen, dass das vielleicht doch was Ernstes sein könnte. Herzklopfen hat angefangen. Und dann, als ich dann an die Unfallstelle ankam und sein Auto gesehen habe, wie das mit einem Warnblinklicht da steht, dann war mir schon klar, dass es hier kein Spaß, kein Scherz oder sowas, sondern das hier ist jetzt wirklich passiert. Bin aus dem Auto gesprungen und habe dann das Auto auch sofort erkannt. Das lag halt auf dem Kopf im Graben. Also das ihrer Verlobten? Genau. Und zeitgleich mit mir war die Polizei auch da und die haben das Auto umdrehen wollen, haben Hilfe gebraucht und haben uns beide ein bisschen verwundert angeguckt, warum da jetzt zwei Menschen stehen. Und mein Freund hat dann gesagt, ja, ich habe sie angerufen. Dann waren die halt noch verwirrter, was ich da will. Und ich dann so, ich bin der Verlobte. Und dann haben die recht schnell geschaltet und gesagt, ja, sie setzen sich bitte in ihr Auto und warten da. Also die haben mich nicht dahin gelassen. Nicht an die Unfallstelle. Genau. War außer Ihnen und Ihrem Freund dann noch jemand vor Ort dann? Erstmal nicht. Ich habe dann in der Zwischenzeit ihre Eltern kontaktiert, die dann auch kamen. Und später habe ich dann noch mal gefragt, ob ich auch meinen Vater dazu holen kann. Meine Mutter kam dann mit meiner Schwester noch etwas später hinterher. Und wann haben Sie erfahren, was los ist? Also, es war natürlich direkt viele Einsatzkräfte da, die haben die Straße gesperrt und ich wurde dann so zu einem Krankenwagen gebracht, saß daneben und habe mit meinem Freund da einfach gesessen und getrauert und ganz viel geweint natürlich und habe dann, wie gesagt, gefragt, dass ich meinen Vater dazu holen kann. Und irgendwann haben die dann gesagt, ja, ihr könnt zu ihren Eltern rüber, weil die standen auf der anderen Seite der Straßensperrung. Und ich habe dann gefragt, ja, gibt es denn noch irgendwelche Lebenszeichen? So einfach frei rausgefragt, weil die uns nicht informiert hatten. Du wusstest zu dem Zeitpunkt? Ja, also die haben das so ein bisschen hinterm Berg gehalten, so, weil die sich vielleicht auch nicht sicher waren, weil die sie halt erst da rausholen mussten. Die ist halt seitlich gegen den Baum geprallt, die ist quasi von der Straße abgekommen. Und dementsprechend sah das Auto aus und man kam da jetzt nicht so schnell dran. Dann habe ich halt so frei rausgefragt und dann sagte einer der Sanitäter, nee, da ist nichts mehr. Und dann wurden wir mit den Familien vereint, wir durften dann rübergehen zu ihrer Familie. Und dann sind wir irgendwann zusammen, haben sie uns gesagt, ja, ihr könnt sie jetzt sehen, wenn ihr wollt.
Und dann sind wir da aufs Feld und haben uns sie angeschaut, beziehungsweise ich habe mich dann quasi an ihre Füße geschmissen und dann lag ich da noch. Wir saßen da drumherum und haben, weiß ich nicht, es hat sich sehr lange angefühlt, aber ich glaube, wir waren bestimmt schon eine Stunde dann nochmal da auf dem Feld mitten in der Nacht am Weinen und haben sie gehalten oder ihre Hand gehalten und genau, so dann. Also unvorstellbar eigentlich, das, was Sie da erlebt haben. Und das möchte niemand erfahren, was Sie da erfahren haben. Irgendwann ist die Nacht zu Ende, irgendwann geht der nächste Tag los. Wenn ich mir das vorstelle, haben Sie das überhaupt zusammengekriegt? Konnten Sie das begreifen? Eben noch haben Sie eine Hochzeit vorbereitet. Mhm. Und jetzt ging es eigentlich darum, eine Beerdigung zu planen. Ja, das war auch sehr komisch, das so zu erleben. Also, dass man statt die Braut über die Schwelle zu tragen, dann auf einmal den Sarg zum Grab trägt. Das waren Dinge, die sehr weh getan haben. Also keine Ahnung, es war eine absolut grausame Zeit, wenn man das so zusammenfassen kann. Sie hatten mit den Familien ja auch entschieden, dass sie das Brautkleid tragen soll während genau. Hatten Sie sie vorher schon mal darin gesehen? Nee, genau. Ich hatte den First Look mit ihr quasi, als sie dann schon tot war. Ja. Das war halt auch, sie lag in der Kühlkammer und ich sollte dann da reingehen. Die anderen Verwandten waren dann schon raus und da hatte ich halt gar keine Kraft. Also da hat mich meine Familie quasi hineingetragen, weil meine Beine nicht mehr wollten. Mich haben halt alle Kräfte verlassen. Und der Anblick war natürlich, das ist so ein interessantes Gefühl gewesen zwischen, man findet sie unglaublich schön in diesem Moment, aber sie ist halt tot. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Wie war das denn? Ich meine, danach beginnt ja die Trauer. Hm. Und jeder trauert anders. Ist es so gewesen, dass Sie die Trauer richtig rangelassen haben oder wollten Sie eher auch verdrängen und ganz andere Dinge tun dann? Also ich hatte ein sehr starkes Umfeld von Menschen, die mir beigestanden haben und hatte auch ein paar weise Ratgeber. Und einer hatte mir gesagt, lauf nicht von der Trauer weg, weil sonst holst du dich irgendwann ein. Also habe ich mich irgendwann entschieden, okay, ich möchte mich auf die Trauer einlassen. Und habe deswegen auch sehr intensiv getrauert. Das heißt, ich habe mich absichtlich auch mit all diesen Erinnerungen konfrontiert. Ich bin nicht davor weggelaufen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, okay, ich will jetzt kein Bild von ihr sehen, weil sonst fange ich an zu weinen, sondern ich habe mir extra die Zeit genommen, auch mir die Sachen anzugucken, die sie hinterlassen hat, die Bilder von ihr oder Sprachnachrichten auf Dauerschleife anzuhören. Das habe ich schon sehr bewusst gemacht und sehr bewusst getrauert. Trotzdem habe ich auch einen guten Ausgleich gehabt und Zeit mit Freunden gehabt, die einfach da waren für mich täglich oder Familie. Aber es war dann auch schnell mal zu viel und dann habe ich mich auch wieder zurückgezogen. Ich meine, Sie waren gläubig, waren Sie auch wütend auf Gott? Ja, das war eine der Hauptdiskussionen, die ich in der Zeit hatte. Aufgewachsen in einer freikirchlichen Umgebung ist der Glaube mir schon sehr wichtig oder das Wichtigste in meinem Leben irgendwo. Und das war natürlich eine der ersten Fragen, die ich bei dem Unfall gestellt habe. Ich habe direkt nach oben geblickt und geschrien, warum Gott? Und so sah dann auch die Zeit der Trauer aus, dass ich dann eigentlich täglich an dieser Unfallstelle stand und also meistens nachts, wenn nicht mehr so viele Autos fahren. Und dann habe ich da auf diesen Platz geguckt, wovor das Auto lag und habe quasi in die Dunkelheit geschrien. Ja, das war mein Streitgespräch mit Gott, das ich da hatte in dem Moment. Hast du Frieden mit Gott gefunden? Ja. Mit deinem Glauben? Ja, genau. Also es ist ein turbulenter Weg, aber das macht eine Beziehung auch irgendwo aus. Und für mich ist der Glaube besteht aus einer Beziehung zu Gott. Das heißt, er ist sehr persönlich für mich. Ich habe quasi diese Vater-Kind-Beziehung zu ihm und kann ihm quasi wirklich vorwerfen, was ich doof finde. Und das habe ich ihm auch so offen und ehrlich gesagt, also ganz authentisch. Und das hat mir geholfen, auch diese Last abzuschütteln und wieder zu Kräften zu kommen. Auch wenn ich nicht erklären kann, wo diese Kraft jetzt am Ende des Tages hergekommen ist. Deswegen sage ich, ich fühle mich in der Hinsicht von ihm auch getragen.
Es ist immer gut, dass die Kraft da ist und dass Sie hier so sitzen und uns das erzählen. Also das erstmal vorab. Haben Sie denn dann gemerkt, irgendwann, ich bin wieder offen, gab es da irgendwann einen Moment, in dem Sie gesagt haben, das Leben muss in irgendeiner Form wieder neu beginnen? Es hat ein bisschen gedauert. Es war erstmal so, dass ich extrem lebensmüde war. Also ich habe in meiner Selbstfindung oder in dieser Findungsphase, woher will ich mit meinem Leben jetzt hin, weil meine Zukunftsträume zerstört sind, habe ich quasi in diesem Streit auch mit Gott gesagt, okay, dieses Leben für mich ist gelaufen, ich brauche das hier alles nicht mehr, ich kann auch gerne von dieser Welt gehen. Also du kannst gerne dafür sorgen, dass ich morgen nicht mehr da bin, das stört mich nicht, ich bin hier durch. Oder du tust halt irgendwie ein Wunder. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mir einen Zeitpunkt setzen, wo ich dieses Streitgespräch führen kann, wo ich dieses weder noch irgendwie hinstelle und irgendwie weiß, okay, ich muss also doch weitermachen. Und dieses Datum war für mich unser geplanter Hochzeitstag. Also der 14. September war für mich der Tag, wo ich gesagt habe, okay, bis dahin reiße ich mit allem ab und gehe voll in die Trauer rein. Und hoffe, dass vielleicht dann irgendwie ich morgen nicht mehr aufwache. Und als dann dieser besagte Tag kam und die Uhr dann 12 schlug, dann habe ich gemerkt, okay, anscheinend bin ich immer noch am Leben. Ich habe einen Grund, warum ich hier bin. Es gibt also einen Sinn für mich. Und das war so der erste Moment, wo ich mir gesagt habe, okay, ich muss jetzt lernen, mich mit dieser Situation abzufinden oder damit umgehen zu lernen und trotzdem am Leben teilzunehmen, weil ich bin ja nicht, also ich bin anscheinend nicht einfach so hier, sondern es gibt wohl mehr als nur diese eine Geschichte in meinem Leben. Und ich war auch auf einem Trauerseminar, das mir sehr geholfen hat, wo die gesagt haben, man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in dieser Trauer verliert, beziehungsweise sich daran gewöhnt und als ob süchtig nach Trauer wird. Also man ist dann wie, man kann nicht mehr raus, weil man sich so daran gewöhnt hat. Und man macht diese eine Geschichte zu der einzigen Geschichte seines Lebens. Und das waren so diese Dinge, die mir gesagt haben, okay, ich darf wieder aufstehen. Und das hat dann habe ich irgendwie, gerade nach diesem Datum, habe ich quasi für mich diesen Schnitt gesetzt und gesagt, okay, jetzt räume ich diese Erinnerung in eine Kiste und stelle die in einen bestimmten Platz und habe quasi, also das als symbolisch, aber auch in echt, ja, werde ich mich nicht mehr jeden Tag mit ihr befassen und nicht mehr jeden Tag über sie nachdenken, weil ich da nicht stecken bleiben will. Sie haben dann auch Ihre heutige Frau näher kennengelernt. Es waren vielleicht etwas zögerliche erste Schritte, aber Sie haben zueinander gefunden. Ja. Konnten Sie das dann irgendwann zulassen, das, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, dieses Kribbeln, dieses sich freuen auf das nächste Treffen, war das dann wieder da? War natürlich alles ein bisschen anders. Also das ist ja nicht an mir vorbeigezogen. Die Sache mit Moni war jetzt so, dass wir uns auch schon aus der Gruppe kannten. Und sie diese ganze Geschichte miterlebt hat, so von außen miterlebt hat. Und sie mich deswegen sehr gut auch verstehen konnte. Das heißt, sie hat gewusst, mit welchem Rucksack sie mich quasi kriegt. Und hatte sehr viel auch Geduld mit der ganzen Sache und hat mir den Raum gegeben. Und trotzdem, als ich dann irgendwann an dem Punkt war, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte das wieder zulassen, und das steht für mich nicht in einem Widerspruch. Also erstmal kam ja der Gedanke, ich darf nicht, ich schulde ihr was. Und das dann eben loszulassen und zu sagen, nein, ich glaube, sie wird sich auch, Vanessa wird sich auch über mich freuen, wenn ich hier auf der Erde jetzt weitermache. Und als das für mich klar war, habe ich mich quasi auch darauf auch einlassen können. Als wir uns dann kennengelernt haben, sind wir aber ganz locker an die Sache gegangen, weil wir ganz genau wussten, in welcher Situation wir uns befinden. Das heißt, unser erstes Date in Anführungsstrichen war einfach eben mal zum Meckes fahren und ein bisschen reden. Also wir haben da jetzt nicht so einen großen Hehl draus gemacht und irgendwie, ja, Datingphase und so. Und doch waren wir, also bei ihr war das zuerst so, dass sie sehr starke Gefühle auch für mich hatte. Aber ich war natürlich erstmal ein bisschen vorsichtiger, habe da auch immer klar kommuniziert, du weißt, was meine Situation ist. Ich muss erstmal gucken. Also ich habe erstmal abgewogen. Aber das Interesse war trotzdem dann irgendwo da und das hat dann gefruchtet. Ihre heutige Frau ist übrigens auch da. Herzlich willkommen im Nachtcafé bei uns. Hallo. Sie haben
Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich gefragt, darf ich das? Und es gab sicherlich, oder ich könnte es mir vorstellen, auch da ein bisschen Skepsis, dass es so schnell dann in eine neue Beziehung geht. Haben wir immer noch so die Erwartung, dass man trauern muss, weil es sonst vorher nicht das große Gefühl war? Oder haben wir schon eine andere Stufe erreicht, dass wir sagen, jeder trauert anders und alles kann gut sein? Ich glaube, es gibt beides. Mhm. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, ach, so schnell, das kann ja nichts gewesen sein. Oder es gibt Leute, die sagen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Verständnis haben, sagen, jeder trauert anders. Und ich finde es bewundernswert, wie Sie das überhaupt gemacht haben, auch die ganzen Schritte, auch wie offen Sie mit Ihrer Frau kommuniziert haben. Auch Ihre Frage, wie Sie vorhin gefragt haben, naja, wie war das denn dann, sich neu zu verlieben, haben sie nicht gesagt, ach ja, alles toll und ich bin ganz verliebt, sondern es war anders, ne? Und wir haben offen miteinander kommuniziert. Und sowas braucht es für eine gute Beziehung und das finde ich wirklich beeindruckend. Und ich glaube auch gerade, sich so verletzlich eben offen zu zeigen und eben auch zu sagen, es fällt mir schwerer jetzt, diesen Schritt zu gehen und ich weiß überhaupt nicht, ob ich ihn überhaupt gehen kann. Das ist ganz wertvoll. Haben Sie manchmal noch Angst, wenn Menschen, die Ihnen nahestehen, in ein Auto steigen? Ja, das ist ein Trauma, das übrig geblieben ist, womit ich immer noch ein bisschen zu kämpfen habe. Ja. Er hatte auch schon ein, zwei Situationen mit Moni, wo sie dann irgendwie weggefahren war und ich dann schon draußen an meinem Autostand hinterherfahren wollte, um die Straße abzusuchen. Das kommt immer wieder auch. Ja. Sie sind ja auch offen mit dem Thema umgegangen von Anfang an. Was erinnert Sie an Vanessa? Haben Sie Fotos? Ja. Genau, also ein paar Erinnerungen stehen natürlich noch in der Wohnung. Der meiste Teil ist, wie gesagt, habe ich für mich weggeräumt. Aber natürlich haben wir Bilder von ihr und haben auch Kontakt zu ihrer Familie. Der ist dadurch nicht weniger geworden, sondern wir sind noch mehr zusammengeschweißt. Und kann natürlich auch dazu führen, das ist immer das Problem bei dem Thema. Grundsätzlich kann ich darüber ganz normal reden, aber wenn ich mich dann wirklich, keine Ahnung, mir Zeit nehme, mich hinzusetzen, mir mal ein Foto anzugucken, oder vom Verlobungsshooting haben wir so ein Fotobuch, dann reißen die Wunden natürlich wieder auf. Das ist nach wie vor so. Und das bleibt auch eine Zeit lang so habe ich das zumindest erfahren bei Menschen, um die ich getrauert habe, dass das immer mal wieder da ist. Gehört aber dann dazu. Sie haben wirklich Unfassbares erlebt. Ich wünsche Ihnen, oder wir alle wünschen Ihnen beiden alles Gute und gut, dass Sie sich gefunden haben. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Frau Schlegel, auch Sie haben viel Auf und Ab im Leben erlebt, muss man dazu sagen. Sie haben einen Mann verloren, Sie haben Ihr einziges Kind verloren, aber Sie sind offenbar eine Frau, die immer wieder aufsteht, die weitermacht, Sie haben sich dann auch sozial engagiert beim Freundeskreis Hannover. Genau. Die sind auch für soziale Projekte mit zuständig. Ja. Und dort ist Ihnen dann irgendwann auch der Mann begegnet, der heute neben Ihnen sitzt. Erinnern Sie sich noch, als er Ihnen so zum ersten Mal aufgefallen ist? Ja, erzählen Sie mal. Kann ich genau erzählen, weil eigentlich wollte ich, das sage ich jetzt mal, nachdem mein Sohn gestorben war und ich gesagt habe für mich, du hast jetzt ein Alter, schließ ab und mach irgendwas Gutes für die Gesellschaft. Und ich pflege auch gerne und so. Das war aber nicht das. Sondern ich wurde durch eine Freundin in den Freundeskreis hineingezogen. Und das hat mir auch gut gefallen. Waren viele, viele nette Leute da. Wir machen viel mit Konzerten und Theater und gehen aus und so. Und jeden einmal im Monat ist Frühstück. Natürlich saß ich immer mit Frauen auch zusammen und dann gehen wir gemeinsam zum Frühstück und dann ist mir aufgefallen, dass hinter mir einer stand und erzählte, ja, ich habe eine Frau zu Hause und ich bin gar nicht so glücklich, immer muss ich Mülleimer rausbringen, dabei will ich viel lieber lesen und ich habe mich amüsiert und gelacht und hab dann gesagt, bin dann so an meinen Platz gegangen, habe meine Freundin gefragt, kennst du den? sagte, der erzählt immer solche Geschichten, aber der erzählt von seiner Frau, die muss ja böse sein, die will ich mir mal angucken. Ne? Jetzt beim zweiten und dritten Mal stand er wieder hinter mir und dann habe ich so gesagt, na, das ist aber jetzt kein Zufall mehr. Aber ich habe mir nichts rausgeholt, weil das war für mich natürlich auch, erstens wollte ich gar keinen Partner wieder haben. Ich hatte zwei Ehen hinter mir
Und wollte einfach schön leben mit Theaterkonzerten und frei sein. Und zum anderen hat er erzählt, er war verheiratet und das hat mich gehindert. War das denn so? Also Sie mussten ja den Eindruck haben, Sie haben verheiratet. Sie sind verheiratet durch diesen Spruch. Waren Sie denn verheiratet? Nein, ich war mal verheiratet. Aber ich mache gerne Witze, die manche verstehen und manche nicht. Ah, ja. Ja. Verstehe. Und, okay. Und dann habe ich auch rumgeguckt und habe immer gesehen, dass er, dann wollte ich sehen, wo er sitzt, weil mir hat sein Gesicht gefallen. Das war so, das war sowas. Das hört er jetzt zum ersten Mal? Nein, das war so, als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, so hätte so mein Mann aussehen können. Ne? Das war so, obwohl ich gar keine Beziehung mehr aufbauen wollte. Und so, sein Gesicht hat mir gut gefallen. Und dieses Warmherzige, das Lachen miteinander und Spaß. Das war ja immer, er saß, wenn er hinter mir stand, hat er immer Spaß gemacht. Dann waren Sie auf einem Flohmarkt, da war er dann auch wieder. Ja, es war so bei dem, ja genau, nach dem letzten Frühstück und so, ich bin mit einer Freundin zum Flohmarkt gegangen. Und schwupp kommt er auch an. Und ich denke, na, ist ja komisch, auch schon wieder da. Das ist natürlich so, wir wohnen natürlich in Hannover. Und das Frühstück ist auch immer in der Nähe und man geht da hin. Ne? Und da hat er mir erzählt, dass er im Schettichor singt. Und weil mein Mann war Musikprofessor, ne? Und ich habe mit Musik viel zu tun. Das finde ich ja toll, da würde ich gerne mal hinkommen. Nee, sagt er, das geht heute nicht. Weil wir singen für einen Geburtstag. Ach, fällt mir ein, ich kann ja auch nicht. Ich hab ja Karten für Alex Dudel. Alex Dudel ist eine Sängerin in Hannover, die sehr bekannt ist. Und da wollten Sie am Abend auch ich schon wollte her. Sowieso dahin und erzähle das so. Und dann sagt er, Alex Dudel und so, sag ich ja, sagt er, gib mir doch mal deine Visitenkarte. Wir tauschen alle Visitenkarten aus. Und ich gehe abends zu Alex Dudel wieder mit einer Freundin und sitze da, geht die Tür auf, kommt da wieder rein. Und dann hab ich gesagt zu meiner Freundin, das ist jetzt kein Zufall mehr. Ja. Und dann war es auch so, war Pause und ich war auch schon so ein bisschen erregt und gehe raus zu ihm und er legt so den Arm um meine Schulter. Ja, so, das war sowas von warmherzig und so schön, dass mein Herz pochte. Und die Freundin natürlich jetzt drängte, los komm, wir wollen nach Hause, was willst du denn und so. Jetzt wusste ich aber immer noch nicht, ob er nun verheiratet ist oder nicht, weil ich wollte auch bei mir keine Gefühle aufkommen lassen. Wollten vorsichtig sein. Auch ja, so. Wenn er verheiratet ist. Ich wollte das nicht. Ja. Ich wollte ja überhaupt keine Beziehung, schon gar nicht mit einem, der verheiratet ist. Das gibt nur Probleme. Und dann sind wir und so. Und dann hatte ich ihm beim Weggehen noch gesagt, ruf mich doch heute Abend mal an. Okay, ich liege im Bett und denke mir, klingelt es ja gleich, klingelt gleich. Hat nicht angerufen. Oh. Welch ein Glück, dass ich mich nicht darauf eingelassen habe. Also ist er verheiratet. Denn wenn Sie verheiratet sind, können Sie nicht anrufen. Sie hatten dann aber am nächsten Tag eine Einladung, auch über den Freundeskreis, zu einem Mädchenchor nach Walsrode. Genau. War er denn da wieder da? Pass auf, und da so kam es ja. Ja, herrlich, so kam es ja. So kam es ja, dass ich ihn auch gefragt habe, ob er da mitkommt. Sagte er, nein, nein, er hätte gar keine Zeit. Ja. Und ich komme zum Bahnhof und die Freunde kommen alle auf mich zu. Ey, Beate, bist du dabei? Toll. Und da kommt er an, nimmt meine Hand und sagt, ich lasse dich nicht mehr los. Oh. Wow. Oh. Und dann habe ich als erstes gefragt natürlich, bist du noch verheiratet? Weil das war ja noch nicht geklärt. Nee, das war noch nicht geklärt. Und dann sagt er, nein, ich bin schon seit 4 Jahren geschieden. Wir sind dann wie im Traum zu dem Konzert gefahren, nach Walsrode, im Zug gesessen, haben alle Freundinnen riefen immer, Beate, komm doch zu mir. Und so, sag ich, sitze hier mit Harald zusammen. Nur die mussten ihn ja länger kennen, weil ich war ja erst kurzfristig im Freundeskreis. Mhm. Und Harald war schon länger drin. Und dann dachte ich, die müssen das ja respektieren jetzt. Ne? Klar.
Und dann sind wir, und dann kam eigentlich etwas ganz Schönes. Das kann ich ja auch jetzt erzählen, dass wir dann in der Kirche gesessen haben, nur mit Händchen halten und drücken. Und er sagt, bist du jetzt 18 oder bist du jetzt schon über 70? Das kann doch gar nicht sein. Was passierte mit dir überhaupt nicht? Und dann auf dem Rückweg sind wir hinter allen hergegangen, die sind zum Bahnhof wieder. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, als ich 18 war und meinen ersten Freund hatte, dann sind wir immer in die Treppenhäuser reingegangen und wir durften ja nicht zu Hause und haben uns geküsst. Und dann hat er gesagt, das machen wir jetzt auch. Und das war so ein wunderschöner Kuss und wir waren beide völlig aufgeregt und erregt. Und konnten Sie denn voneinander lassen dann überhaupt? Nee, ja, nee, auch nee, nicht. Ne? Ja, nee. Wir haben dann im Zug, wir haben immer so dunkle Ecken und Nischen gesucht, wo wir im Zug sitzen konnten, so Hand in Hand. Ich wusste nicht, wie es mir geschah. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe eine wunderschöne Wohnung in Hannover und die war völlig leer. Das sind 160 Quadratmeter für mich alleine. Die war völlig leer. Da hatte ich natürlich alles drin und habe dann, als wir angekommen sind, gefragt, willst du heute Nacht bei mir bleiben? Und sagt, da darf ich. Und das war so diese Zärtlichkeit, nicht so massiv und brutal und irgendwie jetzt, sondern unsere Liebe hat so ganz mit darf ich und ganz vorsichtig und so wunderschön angefangen. Und wir feiern auch den Tag, an dem wir uns da getroffen haben. Und ich sag, betone einfach, dann immer ist unser Hochzeitstag. Ach, wie schön. Oh. Wie schön. Wie war das bei Ihnen? Wir reden ja heute über das Verlieben. War das Herzklopfen von Anfang an da oder war es dieser Tag in Walsrode, den Sie gerade beschrieben hat? Wann war das bei Ihnen da, dieses Gefühl, ich bin verliebt? Also ich gebe zu, ich fand die super klasse gleich. Ja. Und da ich Sportler bin, will ich auch immer gewinnen. Das heißt, Sie sind dran geblieben, ne? Und waren deshalb schon überall, wo sie war und haben nicht mehr locker gelassen, ja? Ja, ich dachte mir, und das ist ja für uns Sportler auch immer eine Herausforderung, dass es nicht ganz einfach wird, aber ich will gewinnen. Und Sie haben gewonnen. Sie haben, und ich glaube, das haben wir jetzt schon gesehen, sogar den Hauptpreis gewonnen, oder? Kann man noch danke, so sagen. Danke. Was ist das Besondere, wenn wir uns auch im Alter verlieben, in späteren Jahren? Was das Besondere ist? Ja. Also ich würde sagen, das Besondere ist, dass man einfach mehr Lebenserfahrung hat, mehr Reife und dadurch vielleicht auch manches mehr schätzen kann, dass man sich auch irgendwie ehrlicher miteinander auseinandersetzen kann, dass man offener vielleicht ist, also einfach auch ein Stückchen realistischer, aber die Gefühle sind genauso wie bei Teenagern. Das ist der lebende Beweis hier. Ja. Wie kann man diese Schmetterlinge, die ja offensichtlich immer noch da sind, wenn ich die so betrachte, wie kann man die denn halten? Oder ist das eigentlich klar, dass die eine Halbwertszeit haben und irgendwann aufhören zu flattern? Ich habe ja vorhin angefangen mit dem Verliebtsein. Nicht, dass dieser Rausch, das ist so, man ist offen, man kann die ganze Welt umarmen. Die Geschichte geht ja natürlich weiter. Die Geschichte geht so weiter, dass man irgendwann Angst kriegt. Man möchte, dass man verliert. Das heißt, man fängt an, es festzuhalten. Wenn man anfängt, es festzuhalten, dann entsteht mehr Sicherheit. Dadurch kommt man mehr in seine Muster. Man entwickelt Verbindlichkeiten, Rituale. Und so geht diese Verliebtheit verloren. Ich beantworte Ihre Frage jetzt sozusagen indirekt. Das heißt, wenn ich diese Verliebtheit aufrechterhalten möchte, dann muss ich dafür sorgen, dass dieses Öffnen, was am Anfang da ist, dieses Neue, Unbekannte, dieses Nicht-Vorhersehbare, dass das auch Raum in der Beziehung hat. Und dass nicht alles immer nur vertraut ist, man versteht alles, man kennt alles, man weiß alles, sondern dass auch noch ein bisschen Raum für das Unbekannte, für das Mysterium bleibt. Überrascht er Sie denn immer noch mal? Durch seinen Humor oder wodurch auch immer? Ja. Wir lachen viel und er bringt viele Witze auch. Wir haben auch unsere eigene Sprache zu Hause. Also das würde auch keiner so schnell verstehen, wenn er sagt, ach guck mal da. Dann weiß ich aber schon genau, was er mir sagen will. Und was bei uns ist, wir tolerieren einfach die Freiheit des anderen. Wir haben ganz viel Nähe.
wenn wir morgens aufstehen, natürlich erstmal Arm in Arm ein Küsschen, ja, und Küssi. Und am Frühstücktisch Küssi und beim Zeitung lesen nochmal, hast du das schon gelesen oder so? Also viel Wärme und viel Körperkontakt. Einfach mal anfassen, streicheln, Haare streicheln. Und wenn er weggeht, sagt er Tschüss mit Küsschen. Und ich stehe dann immer, muss ich auch immer mich lachen, und winke hinterher, weil er mit dem Fahrrad wegfährt. Und wir telefonieren auch zwischendurch ganz viel. Also sowas habe ich auch in meinen Ehen noch nie erlebt, dass er jeden Tag sagt, du wunderbare Frau, ich liebe dich über alles. Du bist eine wunderbare Frau. Und du hast so viel Anziehungskraft, dass ich so glücklich bin, dass ich neben dir. Also das sagt er mir fast jeden Tag. Also ich finde, das hört sich höchst lebendig an, was Sie da zeigen. Sie wollen noch was loswerden? Ja, genau. Und weil das haben Sie, erleben Sie deswegen mit Ihrem Mann, weil Sie ihn auch immer wieder gehen lassen. Ja, ja. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was Sie vorhin gesagt haben, nicht? Dass Sie diese Nähe, diese Innigkeit haben, aber auch jeder so ein bisschen seinen Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, er macht Sport und ich mache Musik. Für mich ist Kammermusik und Musikhochschule ganz viel wert. Aber ich wollte auch mal sagen, wir streiten uns natürlich auch. Muss ja. Das wollte ich gerade fragen. Das spielt eine Rolle. Wir streiten uns natürlich auch. Und wir haben da eine indirekte Abmachung. Wenn derjenige, der meint, dass der schuldig ist, der entschuldigt sich, dann drehen wir uns um und ist gut. Also keiner von uns ist nachtragend. Und das habe ich auch noch nicht erlebt. Also so mucksche sein, das findet bei uns nicht statt. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ist schon was Großes, was Sie gefunden haben, oder? Ich habe in meinem Leben oft Glück gehabt, aber das ist das größte Glück. Ja. Und wir wünschen Ihnen, man kann es wirklich nur sagen, wir wünschen Ihnen einfach, dass das einfach so weitergeht und dass Sie das so lebendig erhalten. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Dass Verliebtsein mit einem unbeschreiblichen Gefühl verbunden sein kann, ich glaube, das haben wir heute schon häufiger erlebt. Es kann auch mit Leid verbunden sein, dann nämlich, wenn es kompliziert wird, Frau Piontek. Sie haben eigentlich in einer Lebenssituation jemanden kennengelernt, da ging es immer nur bergauf. Sie waren erfolgreiche Managerin bei BMW, Sie waren Marketingdirektorin in Singapur, Sie haben eine eigene Reiseagentur gegründet. Und hatten Sie eigentlich auf Ihrem Wunschzettel auch einen festen Partner oder haben Sie auch sowas wie Unabhängigkeit genossen? Ich kam damals gerade aus einer 13-jährigen Partnerschaft, die sehr friedlich in beiderseitigem Einverständnis auseinandergegangen ist. Und ich war schon an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich sehne mich wieder nach einer neuen Liebe, aber ich habe nicht aktiv gesucht. Also es war eine grundsätzliche Bereitschaft da, aber keine Suche, weil mein Leben in Summe so erfüllt war auch. Mhm. Und dann haben Sie einen Münchner Arzt kennengelernt. Richtig. Bei welcher Gelegenheit? Ich bin mit einem Kollegen und Freund in die Mongolei gefahren zu einer Motorradreise. Und im Englischen sagt man ja so schön, I fell in love. Ich bin wortwörtlich dem Chris vor die Füße gefallen. Ich hatte dummerweise einen ziemlich üblen Unfall, bin gestürzt in der Gobi und wusste auch sofort, dass da richtig was kaputt ist. Und er war als begleitender Arzt auf dieser Reise mit dabei und hat mich dann erst versorgt und wirklich medizinisch betreut. Und dann war für mich natürlich nach dem Unfall, gab es zwei Optionen. Option 1 war irgendwo Richtung Ulaanbaatar wieder und dann zurück nach Singapur fliegen. Option 2 war dort bleiben. Und ich war soweit medizinisch stabil. Also wir sind auch ins Krankenhaus gefahren. Ich war stabil, hatte eine gute ärztliche Betreuung natürlich auch dabei. Und ich habe mich schon damals richtig in die Mongolei verliebt gehabt. Also es war nach ein paar Tagen erst passiert und ich wusste, dieses Land ist was ganz Besonderes für mich und habe dann gesagt, ich möchte hier bleiben. Also erstmal waren Sie in die Mongolei verliebt, lernen wir daraus. Sie sind und immer aber, noch. Sie sind dann im Medical Car, in dem sogenannten, also in dem Arztwagen, wenn man so will, mitgefahren. Waren diesem Arzt dann natürlich sehr nah? Sind Sie sich dann auch so Schritt für Schritt näher gekommen? Ja, wir waren uns von der ersten Sekunde, wie wir uns gesehen haben, extrem sympathisch.
Ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, wie ich in dieses große Girl-Tent, also in dieses Zelt reingegangen bin und wir uns angeschaut haben. Mhm. Ich mit einem Servus in die Runde Hallo gesagt habe und einfach von ihm so ein Lächeln auch bekommen habe. Also da war ganz viel Sympathie gleich da. Und für mich war die Entscheidung, dann zu bleiben, hatte eher, also der Hauptgrund war natürlich, dass ich wirklich in der Mongolei noch bleiben wollte und ich sah keinen Grund, heimzureisen. Und der zweite Grund war aber schon, dass ich gemerkt habe, der ist mir echt sympathisch, den würde ich gerne näher kennenlernen. Mhm. Als Sie ihn dann näher kennengelernt haben, haben Sie ja auch erfahren, dass er verheiratet ist. Richtig. Hat Sie das irgendwie erstmal zurückgehalten oder hat er Ihnen noch erzählt, wie es in seiner Ehe läuft oder wie war das? Wir haben relativ schnell sehr intensive Gespräche geführt und wir haben relativ schnell auch beide gemerkt, dass wir sehr starke Gefühle füreinander entwickeln. Also ja. Das ging innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, wurde das sehr intensiv. Ich hatte am Anfang, muss ich ganz klar sagen, natürlich Bedenken. Habe mir auch gedacht, hey, der Mann ist verheiratet. Wusste aber auch, dass man sich auch in einer Situation, wo man verheiratet ist, nicht auf was Neues einlassen würde, wenn alles okay ist. Und wir haben eben sehr bewusst beide dann in dieser Zeit in der Mongolei den Schritt auch gemacht, uns ineinander, also den Schritt zugelassen, uns ineinander zu verlieben. Haben das auch sehr offen uns gestanden, relativ schnell. Und es war wirklich, also da ist sehr, sehr viel passiert, was wir beide zum einen zwar nicht so richtig aufhalten konnten, zum anderen aber auch sehr bewusst diesen Weg gegangen sind. Also Sie haben das zugelassen, die Gefühle, die dann auch da waren. Ich stelle mir das jetzt so vor, diese Verliebtheit in die Mongolei. Wir haben gerade auch Bilder gesehen, diese Landschaft. Hat sich das dann auch mit dem Verliebtsein in ihn verbunden, in romantischen Situationen? Es war natürlich ein unglaubliches gesamtes Glücksgefühl, trotz meiner Verletzung. Also ich war ja unterm Strich, meine Tour war beendet. Ich konnte nicht mehr mit dem Motorrad mitfahren. Und trotzdem hatte ich ein unglaubliches Glücksgefühl, weil ich so viele wunderschöne Momente mit ihm erleben durfte. Wenn man zum Beispiel, haben wir irgendwann gemeinsam an einer, mitten in der Prärie, an einer Jurte angehalten und haben uns einfach mit den Nomaden dort unterhalten, soweit es geht, ohne Sprachkenntnisse. Und einfach, das waren so verbindende Elemente, wo wir einfach gemerkt haben, da ist so viel, was uns verbindet und was uns gemeinsam fasziniert. Wir haben ja auch gerade mitbekommen, wie wichtig Berührungen sein können, Zärtlichkeiten sein können. Kam das bei Ihnen dann auch, erste Zärtlichkeiten, der erste Sex und all das? Wir sind dann natürlich in der Phase, wir haben beide sehr schnell gemerkt, dass das nichts mit einem Urlaubsflirt zu tun hat, sondern dass da wirklich ganz ernste Gefühle beidseitig vorhanden sind. Und also, das hat sich nicht nach Affäre angefühlt? Überhaupt nicht. Also überhaupt nicht, von Anfang an nicht, weil wir beide eben sehr bewusst da reingegangen sind und sehr offen auch darüber gesprochen haben, wie wir uns fühlen damit. Und wir haben es zugelassen. Jetzt stelle ich mir das vor, das ist wie so eine tolle Traumwelt. Mhm. Ja, man ist da in einer besonderen Situation, aber irgendwann reist man zurück. Irgendwann ist man dann wieder zu Hause. Wie ging es denn dann weiter? Hat er seiner Frau dann gleich von Ihnen erzählt? Oder? Ja, es ging erst mal so weiter, dass wir in zwei unterschiedliche Richtungen abgeflogen sind. Mhm. Er ist zurück nach Deutschland geflogen, ich bin zurück nach Singapur geflogen. Ich habe damals dort gelebt. Und das ist natürlich schon erstmal ein ziemlicher Cut. Er hat mir dann auf dem Rückflug noch einen wirklich berührenden Brief geschrieben, wo er mir auch noch mal ganz klar gesagt hat, dass er das versuchen möchte und er wirklich diese tiefen Gefühle für mich hat, was für mich ein ganz wichtiger Punkt auch war. Und er hat dann in der Tat seiner damaligen Frau innerhalb der ersten Woche von uns erzählt. War da sehr aufrichtig und das hat mir wirklich unglaublich Mut gemacht. Und was war dann die Konsequenz? Ist er ausgezogen? Oder, weil das Erzählen ist ja das eine. Ne? Die Frage ist, wie geht es dann weiter? Und so eine Situation ist für alle Beteiligten grauenvoll. Ja. Ich glaube, da ging es mir in der Ferne noch am besten. Ich hatte die vermutlich einfachste Situation. Das war eine sehr, sehr schwierige Phase. Für vor allen Dingen die beiden, sage ich jetzt mal von außen. Und sie ist dann auch erst mal ausgezogen. Es war ein ziemliches Hin und Her. Wir haben dann für uns erst mal
beschlossen, dass wir uns ein paar Wochen später wiedersehen. Ich bin dann nach Deutschland geflogen, weil, also wir waren uns schon unserer Gefühle sicher, aber ich glaube, es war für uns beide so ein kleiner Reality-Check. Wie ist es, wenn wir uns wiedersehen? Wie fühlt sich das an? Und es hat sich fantastisch angefühlt. Wir haben ein paar wundervolle Tage in den Bergen verbracht und das war für uns der Moment, wo wir uns wirklich ganz klar waren, das wird nicht einfach, aber wir ziehen das durch. Und wie waren dann die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte waren dann erstmal wunderschön. Wir waren zwar viel räumlich getrennt, haben aber unglaublich viel Kontakt gehabt. Und die Liebe hat sich noch viel weiter entwickelt. Wir sind sehr schnell auch an einen Punkt gekommen, wo wir gespürt haben, dass das nicht nur eben was Besonderes ist, sondern was wirklich ganz Einmaliges. Er hat mir auch immer wieder bestätigt, dass er so eine Liebe noch nie empfunden hat und auch so noch nie geliebt wurde. Und wir haben uns regelmäßig dann gesehen. Aber es war natürlich nicht einfach, auch für mich diese Situation zu wissen, dass sie zum Teil zu Hause war. Natürlich ihr gutes Recht, sie zum Teil nicht. Ich wusste immer nicht so ganz, was passiert da gerade. Ich habe ihm vertraut, aber es war halt immer so ein komisches Gefühl, so weit weg. Keine Klarheit da. Nein, und ich war halt einfach wahnsinnig weit weg. Und es waren dann, es war viel, viel Verständnis auch seinerseits gegenüber seiner Frau, was ich auch im Nachhinein sehr schätze und was auf jeden Fall ein sehr wertvoller Weg ist. Aber das hat es zwischen uns nicht einfacher gemacht. Hätten Sie denn erwartet, oder ich sag's mal andersrum, ich höre so raus, es war keine klare Situation. Er konnte sich nicht richtig trennen. Die Liebe war da, aber man wusste nicht, wie soll das jetzt weitergehen. Man könnte ja auch sagen, dann lasse ich ihn, er ist verheiratet, erstmal in Ruhe und distanziere mich und warte, bis Klarheit da ist und gehe meinerseits weg. War das in Ihrem Kopf auch drin? Jetzt ist die Geduld nicht meine Kernkompetenz. Okay. Nein, und es war, und unsere, also wirklich, wir hatten eine so tiefe, innige Liebe, dass das für mich einfach Grund genug war, zu wissen, zu spüren, dass wir das hinbekommen. Und auch diese, für mich war das ein, es stand nie in Frage, dass wir die nächsten Schritte gehen. Und ich habe es völlig unterschätzt, wie schwierig es auch sein kann, eine Partnerschaft zu lösen und eben sein Leben neu zu sortieren. Und das habe ich, muss ich wirklich sagen, unterschätzt. Die Anzeichen standen ja erstmal auch auf Zukunft. Sie sind dann schwanger geworden. Hatten Sie sich vorher darüber ausgetauscht, was wäre, wie es wäre, ein gemeinsames Kind zu bekommen? Nein, also es war, uns war so klar, dass wir eine gemeinsame Zukunft uns aufbauen. Das war kein, also es war nicht geplant. Mhm. Es ist passiert und das war aber zu einer Phase, wo viele Schwierigkeiten in unserer Beziehung schon waren. Also so nach anderthalb Jahren ungefähr, wo einfach die Distanz eine Riesenrolle gespielt hat. Meine Erwartungshaltung, meine Ungeduld, seine fehlende Klarheit auch an der einen oder anderen Stelle. Und das war, ich habe mich im ersten Moment unglaublich gefreut. Die Reaktion war dann sehr schwierig. Ich habe gemerkt, er weiß gerade gar nicht, wie er mit seinen Gefühlen auch umgehen soll. Ich war in der Zeit auch in Singapur nach wie vor. Wir haben dann kurze Zeit drauf das Kind auch verloren. Mhm. Ich war damals alleine, als ich es verloren habe. Und das war für mich wirklich ein sehr, sehr, sehr harter Schlag. Und es war aber nicht der einzige Schlag, der mich in diesem Jahr, in so, dem so schicksalshaften Jahr treffen sollte. Er hat dann ein paar Monate später final die Beziehung beendet mit den Worten, ich habe noch nie jemanden so geliebt wie dich. Ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe es nicht. Und das hat mir wirklich das Herz rausgerissen. Und dann kam zu allem Übel in der Zeit noch Corona, hat meine damals sehr, sehr erfolgreiche Agentur und meine Karriere als internationale Motivationsrednerin eigentlich von einem Tag auf den anderen von ganz hoch oben auf gar nichts heruntergezwängt, gedrückt. Und das war dann eine Multitraumatisierung, wie ich sie so noch nicht mal im Ansatz je erlebt hatte.
Sie sind gefallen, so hört sich das an. Ich bin wirklich gefallen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geweint. Ich habe noch nie solchen Schmerz empfunden. Und dieses, was man so sagt, mir reißt es das Herz raus. Das habe ich nicht nur emotional, sondern wirklich körperlich auch gespürt. Und da gab es Tage, da wusste ich nicht, wo ich die Kraft hernehme für den nächsten Atemzug. Wie tief sind Sie körperlich, seelisch gefallen, wenn Sie den Weg beschreiben würden? Vor allen Dingen nicht so, sondern wirklich so. Mhm. Ich bin wirklich sehr, sehr hart aufgeschlagen. Ich war wie ein Häufchen Asche. Und es hat mich wirklich, wirklich zerlegt. Sind Sie in eine Depression gefallen? Jein. Also ich bin in eine tiefe Trauer gefallen, wo ich Zeit gebraucht habe, diese überhaupt anzunehmen. Ich hatte ein so sagenhaftes Leben auf der Überholspur. Ich war immer optimistisch. Für mich gab es keine Probleme, sondern nur Lösungen. Und auf einmal hatte sich so der gesamte Schmerz des Universums in mir vereint. Und es hat gebraucht für mich, um zu begreifen, dass dieser Schmerz real ist, dass diese Verluste real sind, dass der Verlust eines ungeborenen Kindes, eines Partners und der Karriere wirklich ein echtes, faktisches Verlustmoment ist. Und ich habe dann gelernt, Verletzlichkeit zuzulassen. Das erste Mal in meinem Leben. Und es war ein Riesenschritt in dem Heilungsprozess. Habe dann irgendwann ganz bewusst für mich den Entschluss gefasst, ich möchte wieder leben, ich möchte wieder glücklich sein, ich möchte lachen, ich möchte fröhlich sein, ich möchte wieder erfolgreich sein. Und dieser Entschluss, das war der Weg zurück ins Leben. Also, so toll die Liebe ist, und es ist toll, dass Sie das so sagen, dass Sie diese Kraft wieder gefunden haben. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir noch mehr darüber erfahren, wie Ihr Leben heute aussieht. Aber zeigt es auch, so hoch uns die Liebe bringen kann. Ja, himmelhoch jauchzen, das ist ja auch so ein Bild, ja. Wie tief wir auch fallen können, da ist Liebeskummer ja fast noch ein verniedlichenderer Begriff. Ja, ist das der ganz tiefe Schmerz, die Trauer, die uns auch begegnen kann, wenn es auseinandergeht? Es ist die Trauer, der Schmerz, aber auch der Verlust von diesen Gefühlen, die so stark waren. Wenn die auf einmal weg sind, ne, da fehlt ja was vorher eine wahnsinnige Bedeutung hatte. Und das ist auch verantwortlich für diesen Sturz sozusagen. Ja, und für mich einfach auch dieses Unverständnis, dass diese so unglaublich tiefe Liebe es nicht geschafft hat, dass wir es geschafft haben. Das war für mich so ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Aber ich war dann, wie gesagt, an dem Punkt, wo ich für mich, wie du auch gerade gesagt hast, ganz klar beschlossen habe, ich möchte nicht in dieser Phase dieses Aschehäufchens bleiben, sondern ich möchte ganz vorsichtig meine Flügelchen wieder ausbreiten. Und es war, der Phönix wurde in dieser Zeit wirklich zum Symbol meines Lebens. Mhm. Und ich habe viele, viele kleine Schritte bin ich gegangen, habe sehr viel über mich gelernt, habe sehr viel auch mich mit dem Thema befasst, was hat mich davor stark gemacht, was hat mich so erfolgreich, so glücklich gemacht, was sind die Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, und was sind Themen, die ich dazulernen muss, wie zum Beispiel Verletzlichkeit annehmen oder um Hilfe zu bitten. Das waren Themen, die kannte ich nicht, die habe ich wirklich lernen müssen. Sie sind kleine Schritte gegangen, sehr irgendwann klar. Auch einen größeren, muss man dazu sagen. Ich meine, Sie hatten dann irgendwann auch schon mal wieder Kontakt mit Männern über Datingportale, auch sich verabredet. Aber irgendwann haben Sie einen Mann kennengelernt, der ein besonderer Mann war. Erzählen Sie von ihm. Richtig, also ich gebe es ganz offen zu, es war über Tinder. Mhm. Es war natürlich auch in einer Phase, wo noch nach Corona bedingt relativ wenig physische Treffen möglich waren. Es waren keine Partys, keine Biergärten, gar nichts. Und es war jetzt auch nicht das, was ich in der Phase gebraucht hätte. Aber ich habe dann angefangen, eben mich langsam wieder umzuschauen und habe auch da sehr viel Bewusstes reingenommen. Also das Thema Achtsamkeit ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema geworden. Ich habe dann mir überlegt, auch wo möchtest du leben, wie möchtest du leben, und habe eben nicht in meinem Umfeld gesucht, sondern ganz bewusst in den Bergen. Mhm. Und ich bin jemand, ich habe in 6 verschiedenen Ländern gelebt, das Internationale ist immer irgendwo schon Teil meines Lebens, meines Wesens gewesen, und habe dann in den Alpen, im Alpenraum gesucht und einen
wundervollen amerikanisch-österreichischen Piloten kennengelernt und mit ihm gemeinsam eine Liebe aufbauen dürfen, die so viel stärker und kräftiger noch ist, weil sie auf Augenhöhe ist, weil sie beidseitig ganz bewusst ist, weil wir sehr intensiv auch über Themen reden, weil wir viele Werte haben, die gleich sind und weil er mich in allen Punkten auch sieht und ich mich da so gesehen und gehalten fühle. Und das ist was, ein Riesengeschenk. Toll. Eine Liebe muss einen immer besser machen, als man sowieso schon ist. Sagen Sie es ruhig, Herr Lippert, ich habe es gerade nicht. Ich habe gerade gesagt, eine Liebe muss dich immer besser machen, als du sowieso schon bist. Richtig. Was ist der Zauber des Verliebens? Genau. Ich glaube, der Zauber ist, dass wir es in uns haben, uns öffnen zu dürfen und diese Liebe zulassen zu dürfen. Herr Lippert, was ist der Zauber des Verliebens? Ich glaube auch diese Synchronität, die man plötzlich feststellt miteinander. Und das ist irgendwie einzigartig. Mhm. Was ist der Zauber des Verliebens? Ehrlich miteinander umzugehen. Das auch. Oh ja. Der Zauber des Verliebens. Vielen Dank an all unsere Gäste. Ja, Dankeschön, genau. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann nochmal mit dem Thema Der Sommer, der anders war. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke nochmal an alle. Auch an Sie. Danke.